So. Moin. Was geht ab, Leute? Wir sind heute mal wieder zu dritt unterwegs, endlich seit Ewigkeiten mal. Ja. Eine Million Jahren. Hm? Ja. Das letzte Mal, als wir zu dritt unterwegs waren, waren wir auch hier. Ja, aber da war noch fast Sommer. Ja, genau. Langsam wird es hier ein bisschen wärmer, beziehungsweise heute, dieses Wochenende ist wieder besonders kalt. Ja, wir haben jetzt März. Ja. Ist schon Zeit? Ja, genau. Ostwind. Ja. Jana, Jana und ich waren wochenlang nicht angeln, weil wir den Umzug dadurch ziehen mussten. Wir sind echt raus. Ja. Also wir hatten so einen Stress, ich glaube jetzt seit 3 Wochen. Richtig hardcore Umzugsstress. Ja. Aber jetzt ist alles schön. Ihr musstet die ja unbedingt Küche, hin, genau. Die Küche, sie kommt, die Küche. Ja. Bald kommen Kochvideos. Ja. Ja, und ich, ne, ich hatte Prüfung gehabt, deswegen konnte ich überhaupt nicht angeln gehen. Und danach wurde ich von Flo und Jana versklavt, die Küche zu bauen. Na komm. Nein, ich habe auch gern geholfen. Es gab auch jeden Tag Kuchen, also war nicht so schlimm. Julian sagte, ich bin ein harter Chef. Ja, Flora ist ein richtig harter Chef. Ja, das stimmt. Ganz schlimm. Das stimmt. Ja, aber heute passt es endlich mal wieder. Wir sind hier angeln. Wir sind an der Beke wieder unterwegs. Mhm. Und heute ist der Plan, Flora und Jana angeln beide mit Dropshot, mit Wurm, ja, glaube ich. Ne? Und ich werde es vielleicht probieren mit kleinen Gummiködern mal. Ist ja auch zugelassen. Stimmt. Das kleine. Ja, und ich will mal einfach probieren mit Pose zu angeln und Marder. Ich glaube auch eher, dass wahrscheinlich Dropshot die bessere Variante ist. Marder könnte auch gut gehen. Aber einfach mal probieren. Genau, werden wir sehen. Ein kleiner Versuch. Genau, richtig. Und irgendwie habe ich, genau, hab ich halt auch irgendwie Bock, mal wieder mit Pose zu angeln. Ja. Weil an dem See hat es ja leider nicht so gut geklappt. Ja. Naja. Das ist Angeln, ne? Ja. Ist einfach so. Klappt nicht immer. Mhm. Vor allen Dingen zu der Jahreszeit jetzt gerade nicht, ne? Ja. Aber wir geben uns Mühe. Viel Spaß mit dem Video und bis dann. Bis dann. Geht schon gut los, ja. Gleich der erste Wurf und dann gehen die Fische schon drauf. Das ist ja ziemlich gut. Das ist gut. Man, ne, muss sagen, wir hatten auch Hochwasser hier, ne, in letzter Zeit. Ja. Haben wir das schon gesagt? Ich weiß gar nicht. Also die letzten Mal hier waren wir ein bisschen weniger Wasser drin. Da konntest du hier komplett vergessen, weil es hier einfach zu flach war. Mhm. Jetzt ist ja ein bisschen mehr Tiefe da. Das heißt, die Fische sammeln sich dann auch ein bisschen mehr in den Senken. Ja. Weil der Eisfisch sie da nicht so schnell fressen kann. Der Eisfisch? Habe ich Eisfisch gesagt? Ja. Eisvogel. Manchmal ist das geil, was man so sagt. Versprecher. Ja. Ja, mal gucken, ob Flore vielleicht schon direkt einen Barsch rausholt. Aber ich glaube, ich muss dann jetzt auch mal direkt angeln. Julian baut gerade noch seine Posenmontage zusammen. Ja. Oh nein. Die Pose ist aber hübsch. Ja, das ist meine Glückspose, habe ich schon in einem anderen Video gesagt. Ui. Gleich werfe ich sie direkt im Bauch. Na, was hat Flore da? Oh, doch ein Barsch. Ja. Guter Barsch. Ja, guter, 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 guter. Schöner, schöner. Das ging jetzt aber echt schnell, ey. Und ich habe noch nicht einmal geworfen. Dann. Guck mal, da hat er wieder den Wurm. Ja. Ja, schön. Sehr schön. Petri, Flora. Das ging aber schnell. Schnell in Schneidert nach 3 Wochen nicht angeln. Mhm, ja. Cool, cool, cool. Gutes Gefühl, ne? Wir sind da, die Barsche, und haben Hunger. Mhm. Wessen Idee war das, hierher zu kommen? Meine. Muss ich jetzt eigentlich mit Pose angeln oder habe ich auch mit Wurm und Dropshot angeln? Ja, Julian. Geht auch schon gut. Ja. Ja, so, das war schon mal gut, aber jetzt höre ich auf zu filmen. Jetzt kann Flora mal filmen. Ich will jetzt angeln. So, Leute, ich probiere jetzt einfach mal. Ich habe hier noch so ein Stück Wurm, Reststück Wurm. Boah, die Maden sind und zwei große Maden drauf. Ja. Ich kann mir vorstellen, das mögen die Barsche auch. Ja. 100%. Hier riecht es nach Bärlauch. Nach Bärlauch. So, da ist der Barsch für Flore aus Maden. Madenbarsch. Sag's doch, das geht. So, ja, also ein Punkt für Wurm, ein Punkt für Marder. Ja. Ja, ich habe schon viele Barsche auf Marder gefangen beim Köderfischangeln tatsächlich. Mhm. Da sind auch gerne mal Barsche dran, deswegen. Oh, klar. Da ist gerade Enten-Action. Oh, film das mal. Die drehen ja voll, die kämpfen voll. Hier ist gerade. Das ist der Kampf um das Weibchen. Ja. Ne? Ja. Sie ist fein raus. Da ist der Gewinner. Ja, ich glaube, der andere wollte sie abluchsen. Hast du gesehen, wie er nochmal am Ende so triumphiert hat? Ja, ja. Alter, der hat ihm voll den Kopf gebissen. Faszinierend. Heftig. Ja, und sie denkt so, schnell weg, die dummen Typen. Ja, aber er ist King.
Ja. Eine andere verzieht sich. Wie so eine Naturdoku hier. Schnell wieder zurück zum Mädel. Na, geh zu deinem Mädchen. Hast du gut gemacht. Er hat sich behauptet, ja. Einfach mal seinem Konkurrenten einfach mal in den Kopf gebissen. Kann man mal machen. Ja, Jana, zieh durch. So schwer ist es hier nicht. So, jetzt habe ich Wurm und Male. Gleich nochmal Kunstköder. Dann habe ich alles durch. In den ersten 10 Minuten. So, Leute, schleich mich mal hier an bei Julian. Das ist ja auch ein cooler Spot hier. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst hier. So, hier also deine Strategie ist, Pose einfach auswerfen. Und treiben lassen. Genau. Und dann treiben lassen, ne? Ganz langsam da, wo es so strömungsberuhigt ist, ne? Genau. Und sobald es zuppelt, dann anschlagen, ne? Das habe ich ja schon mal gemacht und da habe ich ja auch einen Barsch gefangen. Oder auch mehrere. Also wir haben auf jeden Fall Bock auf Marder, habe ich ja gerade schon festgestellt. Ja. Es ist halt nicht so, Pose ist halt einfach nicht so das punktuelle Fischen, ne? Beim Dropshot bist du die ganze Zeit an einer Stelle. Ja. Das geht einfach gut. Hier hat man die ganze Zeit Probleme. Schnurbogen. Ja, aber du kurbelst ja mal wieder ein, wirst aus. Genau. Wirst treiben. Barsche finden das, die sind ja auch ziemlich neugierig. Ne? Die kommen ja auch irgendwie an, wenn sie irgendwo hören, dass immer wieder was hinknallt. Mhm. Aber das Auswerfen ist natürlich mit Pose. Hier mit den ganzen Bäumen und so ein bisschen gefährlich. Da ja, muss man das ist halt hier so, ne? Wenig Blei dran, ne? Ganz fein aus. Boah, Leute, hier riecht es so nach Knoblauch, ne? Also so, dass es dicht über Grund ist, ne? Ja, genau. Ich würde jetzt ist natürlich so eine Situation wieder, wo man denkt, oh, ich will auch am liebsten auf Dropshot gehen. Mhm. Wenn man mit einer Sache angefangen hat, muss man es auch mal einfach mal durchziehen. Ne? So, jetzt hat er ja doch den ersten Biss gehabt. An der Stelle, wo ich meine auch gefangen habe, ne? Ja. Aber das Gute ist ja, du kannst ja alles Mögliche damit fangen. Muss ja nicht nur Barsch sein, ne? Genau. Ich schwimme auch ganz ein Haufen Weißfische rum. Ah, Biss. Oder nee, der hängt, glaube ich, oder? Nee, ist Biss. Oh ja. Das ist ein Biss. Jo. Ja. Geil. Ah. Oh Mann. Was hast du für eine Hakengröße? Relativ klein. Ah, okay. Dann nochmal hin da. Eine Male ist noch dran. Ja, bis. Schneller anschlagen. Wahnsinn. Du musst schneller anschlagen, Julian. Ja. Ja, aber das ist halt immer auch so, wenn die Pose nur so ein bisschen runter geht, als wenn die nur so dran ist. Ja, kommt. Nee, dann haben sie ihn schon. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt steckst du hier früher an, jetzt hast du dann hast du ihn. Ja. Jetzt. Ey, immer ja. An der ja. Stelle. Aha. Oh nein. Das war ein Ast. Ein guter Stockfisch. Guter Stockfisch, ja. Du hast dich erst angefühlt wie ein Fisch. Ja. In der Strömung. Ja, und ich dachte, ein guter Fisch, ey. Ja. So wie die Route durchgebogen ist. Nee, aber eben waren das definitiv Fische. Ja, man hat ja einmal gesehen, dass da ein Fisch dran war. Ja, da ist nicht gut, du musst ja, weiter nach hinten. Genau, es ist zu flach hier, aber es ist halt schwer auszuwerfen. Ja, ist jetzt nicht die beste Kombo da zum Posefischen, ne? Oh, jetzt. Jo. Ja. Jetzt ist er dran. Das ist ein Barsch. Und ja. Oh, schön aus. Dicke Kugel hat er. Petri. Hey, Petri, danke. Ein kleiner Madenbarsch. Auf cool. Pose. Sehr cool. Jetzt bin ich doch ein bisschen motiviert mit dem Posenangeln. Mhm. Scheint auf Made ganz gut zu beißen jetzt, ne? Ja. Ja. Machen wir mal weiter mit Marc. So, Fisch Nummer 3. Okay. Wer hat die ganze Zeit gefilmt? Wer filmt denn hier die ganze Zeit? Ja, jetzt, wo ich hier mit meinem kaputten Vorfach rumhänge noch. Ja, dann zieh durch. Ja, ich hätte schon 3 gewunden. Tja, ich musste erstmal was essen. Jetzt kommt vielleicht der nächste Fisch hinterher. Ich sehe das ja. Doch schon kommen. Ich würde mal gerne jetzt irgendwie so einen geilen Weißfisch fangen oder so. Ein geilen? Ja, ich. Das ist dann ein geiler Weißfisch. Eine Karosche zum Beispiel. Ja, ne? Karosche wäre schön. Habe ich in Hannover noch gar nicht gefangen. Stimmt, Karosche haben wir ja noch nie gefangen. Nee, Karosche gab es hier noch nicht. Also
Bei uns im Dorfteich haben wir viele gefangen. Ja. Aber hier in Hannover haben wir noch keine gefangen. Oh, 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 oh. Da wieder ein Biss. Oh. So, jetzt wollte ich gerade weiter angeln. Fängt du ja noch einen mit Pose. Oh. Und ich habe mein Vorfach immer noch nicht fertig. Ja. War das eine Arme? Kein Wunder, dass ich keine Fische fange. Barsch Nummer 2 auf cool. Pose. Geil. Läuft also. Ja. Ich war am Anfang so ein bisschen pessimistisch, aber läuft. War eine gute Stelle gefunden. Ja. So, jetzt noch das Blei dran und dann kann ich auch weitermachen. Oh yeah. So, jetzt ist Jana dran. Ich hatte ein bisschen Moment, ja. Sie hat eine sehr gute Stelle hier ausgesucht. Oh ja, Biss. Oh. Jetzt anschlagen müssen. Abgefressen. Vielleicht nehme ich mal eine Made. Ich glaube, wir haben nicht zwei. Mehr so viel Würmer. Nimm zwei Maden. Wo sind denn die Maden? Julian, hast du eine Made für mich? Nimm mal einen Rucksack. Warte. Das Stativ von der Kamera ist richtig kalt. Das macht, das ist richtig unangenehm, das Festzuhalten. Sowas macht auch mal richtig Bock. Oh yeah. Die grüne Box, ja, ne? Ja. So, Jana, jetzt machst du da zwei Maden drauf. Mhm. Und dann klappt das. Ich muss mal aber irgendwas kaputtlegen. Los Mados. Übrigens, finde ich, sind Maden die widerlichsten Tiere auf der Welt, die es gibt. Findest also ich ekel mich vor nichts mehr als vor Maden. Also jetzt beim Angeln finde ich es komischerweise nicht schlimm, aber boah, als Kind fand ich das super. Ich glaube, wenn ich ein Fisch wäre, wäre das auch mein Lieblingsessen. Ja, ne? Die Made. Schön saftig Diana. Proteine. Guck mal, da hängt eine Pose. Ja, so viel dazu, ja. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich beim Fiedern schon mal Maden gegessen habe. Nee, natürlich nicht. So, Jana, jetzt. Ey, die Pose, kommen wir denn mit dem Ketter ran? Können wir versuchen, ne? Die können wir vielleicht retten. Aber erstmal fängt Jana jetzt einen Fisch. Zieht's. Richtig schöner, eisiger Ostwind. Oh, oh. Bis, 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 bis. Ja. Ja. Oh, oh, das ist aber ein süßer. Der ist aber süß. Richtiger Mini-Barsch, ey. Ja. Hat sich der Ködergröße angepasst, ne? Ja. Aber ich habe ja auch einen sehr kleinen Haken drauf, ne, muss man dann sagen. Oh, ich passe da kaum drauf. Oh. Aber auch eine dicke Kugel, ne? Ja, richtig dicker Barsch, aber einfach in Miniaturausführung. Guck mal, wie klein der ist. Ja, schön. Wie klein ist. Geil. So ein kleiner Barsch. Jetzt sind wir alle in Schneider, supi. So, ich probiere es jetzt mit Kunstköder, weil alle Naturköder habe ich durch. Und eine neue Herausforderung. Jan hat wieder einen Fisch. Sehr gut. Ich war gerade am Umbauen. Ja. Aber schon ein bisschen größer. Ein bisschen größer. Aber immer noch klein. Aber schöne Strafen hat er auf jeden Fall. Mhm. Ja, guck mal, Janas Jacke ist ein bisschen pink. Ich habe Fahrräder. Fahrräder lackiert, ne? Genau. Fahrräder lackiert. Kleiner Insider. So. Zweiter Barsch für mich. Schön. Kommt sogar ein bisschen die Sonne raus für dich. Ein Traum. Fühlt sich nicht so nach Frühling an. Ja, der Wind ist echt schon ein bisschen unangenehm. Ich bin dick angezogen, das ist ja gut. Aber die Hände sind halt kalt, ne? Aber ich habe heute Handschuhe dabei. Das heißt, ich darf nicht rumweinen. Ich bin nicht so der Handschuh-Fan. Nee, ich auch nicht, aber besser als rumheulen. Egal, was ich mache, ich bin absolut kein Handschuh-Fan. So. Es ist doch kein Witz, aber Handschuhe schränken die Wahrnehmung unglaublich ein. Ja, das ist echt schlimm. Ich hätte lieber was ich auf meine Nase machen kann, damit die nicht kalt wird. Wenn wir hier schon am Erzählen sind, wollte ich auch noch was ankündigen. Was wir jetzt dieses Jahr noch auf jeden Fall machen werden hier beim Angeln. Gerade wenn wir hier so an so einem kleinen Bach sind. Ultra leicht angeln. Ich habe mir jetzt schon eine Rolle besorgt und da kommt noch die passende Route. Kannst du eine Schnur und dann machen wir ultra leicht angeln. Und wahrscheinlich auch an einem kleinen Bach im Osten irgendwo, im Forellenbach, da werden wir dann richtig schön mit ultra leicht Routen angeln.
Wird auf jeden Fall richtig cool, da könnt ihr euch drauf freuen. Und ich freue mich natürlich auch drauf. Ja. Ihr auch, ne? Da könnt ihr euch drauf freuen und vor allem redet Flore ungefähr seit 3, 4, 5 Wochen von nichts anderem mehr als von ultraleicht angeln. Flore will unbedingt sich eine neue Route bestellen. Ja. Aber das wollten wir schon länger wirklich gerne machen. Ich habe da auch richtig Lust zu. Mit richtig dünnen Routen und ganz, ganz kleinen Ködern. Das wird schön auf Forelle oder so. Ja, oder hier auf Barsch, ne? Ja. Das macht bestimmt richtig Bock. Wir hatten mal im My Fishing Box Adventskalender, den ich übrigens Flore mal geschenkt habe. Das war übrigens, glaube ich, das beste Geschenk, was Flore jemals bekommen hat. Überhaupt. Ich glaube, da war der drin. Da war so ein kleiner super Mini-Wobbler drin. Oder? War der da drin? Ja, genau, der war ja. drin. Ja. Der ist richtig cool, aber wir konnten den eigentlich bis jetzt auch gar nicht benutzen, weil wir keine passende Route dafür hatten. Und da wird der dann auf jeden Fall mal getestet. Da bin ich auch gespannt. Julian hat was. Oh, gar kein. Mal kein Barsch. Yeah, zweite Fischart. Plötze oder? Ich kann es nicht erkennen. Warte. Jo, ist ein Plötze. Ja. Sehr schön. Schleimi. Ja. Ist noch halt wieder ein Hänger. Hat er noch eine Plötze gefangen jetzt hier. Fall rein. Plötze Nummer 2. Cool. Die sitzen ja genau am Ufer. Ja. Wenn ich die Pose da lang treiben lasse. Cool. Ja, weiter geht's. Ein gleicher Tag, da habe ich heute echt nicht mit gerechnet. Nee. Ja. Cool. Ganz cool, ja. So, und ich habe ja jetzt alle Herausforderungen, die ich mir vorgenommen habe, bestanden. Barsch auf Wurm, Marder und Kunstgitter. Super. Mehr brauche ich gar nicht zu erwarten von dem Tag. Hat sich schon gelohnt auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Aber wir machen ja noch ein bisschen weiter. So. Also ich glaube, das Beißfenster hat sich geschlossen, oder? Ja. Gerade gar nichts mehr. Seit einer Stunde oder so? Mhm. Wir gehen ja nochmal, ich würde sagen, zurück zum Auto und dann können wir da nochmal auf den Weg an den paar gute Stellen. Ja, wir sind schon wieder auf dem Rückweg jetzt gerade. Wir sind einmal bis zum schnellen Graben gelaufen. Ja, machen jetzt nochmal den Weg zurück. Ja. Ja, aber jetzt gerade irgendwie gar nichts mehr. Nee. Nicht. Aber wir haben ja gefangen. Ja. Und die Sonne scheint und wir waren draußen. Ja. Ja. Ich bin übrigens immer noch bei Kunstköder. Macht die Spaß damit zu angeln. Und ich bleib eisern an der Pose. Julian war bei der Pose und Jana am Drop. Ich hab immer noch den Wurm da dran. Ja. Ja. Mal gucken, vielleicht drüben im Wald, vielleicht geht da wieder was. Schauen wir mal. Über dem Wald. Ja, machen weiter. Oh jetzt. Yes. So. Das war's. Alle sind glücklich, alle haben was gefangen. Ja. Ah, Julian hat Schleim an der Jacke. Ja. Und hier ein bisschen Erde hast du auch. Ja. Ich fühle die Natur immer richtig. Ja. War ein schöner Tag. Wir haben gut gefangen, hat Spaß gemacht. Wir sind rauskommen. Ja. Das Wetter genossen. Genau, war gut. Trotz der Kälte war es wirklich ein schöner Tag. Hat Spaß gemacht. Hat sich sehr gelohnt. Ja, wir machen jetzt Schluss. Ja. Genau. Fahren nach Hause. Besorgen uns was zu essen, ne? Oh ja. Also bestellen wir wirklich Burger. Schauen wir mal. Mal sehen. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ansonsten alles Gute. Bleibt gesund, ne? Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.